Willkommen zurück, liebe Leute, bei Far Cry 5? Kann man 5 sagen? Primal. Ein mega geiles Spiel. Wir haben jetzt... Oh no! Noch ein bisschen weiter gespielt. Ganz viele Wölfe. Bluthunde. Nice. Bluthunde brauche ich. Und uns ein paar Sachen gecraftet. Unter anderem aus Bluthunden. Da kommt er. Bleib da. Fuck, wieso ist denn das jetzt so dunkel? Man sagt zwar, im Dunkeln ist gut munkeln, aber nicht mit diesen blöden Hunden hier. Na komm. Na komm, Schisser. Oh fuck, im Dunkeln ist es hier echt gefährlich. Da muss man aufpassen. Jawohl. Ah, Mist, jetzt werden wir uns wieder selbst verbrennen. Oh oh. Nice, Rothundfell. So, eins brauchen wir noch, dann können wir, glaube ich, was Neues craften. Gucken wir doch mal. Jawohl. Hier, guck mal. Eingeweidetasche. Dann können wir nochmal mit uns mittragen. Das ist super. Den Köcher haben wir auch schon erweitert. Da können wir jetzt schon 16 Pfeile mitnehmen. Vorher waren es nur 8. Also, es wird, Leute. Es wird. Man braucht auf jeden Fall sehr viel Hartholz. Das habe ich schon rausgefunden. Wir haben jetzt auch entwickelt... Ups. Dass uns die ganzen Pflanzen auf der Minimap angezeigt werden. Da oben bestimmt irgendwo drauf, ne? Ja. Das holen wir mal runter. Nice. Und wir müssen zur nächsten Hauptmission. Feuerstein. Okay. Ich dachte, das wären Rothunde, aber die hätten uns, glaube ich, schon attackiert. Glück gehabt. Okay, es waren Rothunde. Oder irgendwas anderes. Oh, Wölfe. Und ich reife die natürlich an. Klug, wie ich bin. Wolfgang, der Wolf, geh weg. Oh, da sind ja noch viel mehr. Okay, wir gehen mal in die andere Richtung. Gehen wir doch lieber mal zum Missionsziel. Ach du Scheiße. Gut, man muss ja echt aufpassen, wo man hintritt. Es ist alles sehr, 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 sehr gefährlich. Das haben wir schon rausgefunden. Sind schon ein, zwei Mal gestorben. Holz, jawoll. Überraschenderweise natürlich, ne? Also normalerweise sterben wir ja nie in solchen Spielen. Nein, nein. Da sind wir ja der Mega-Pro. Und ich muss sagen, so nach der ersten 2-3 Stunden Spielzeit, es kommt doch sehr dicht dran an Far Cry 4 vom Spielspaß. Und da unten haben wir unseren nächsten Schamanenpunkt. Und unseren Kumpel, der uns wahrscheinlich wieder irgendwelche Drogen einflößt. Aber erstmal holen wir uns das Holz. Ah, nee, der Wolf, ne? Bestienmeister, finde den Leitwolf und zieh mir die Bestie, damit du sie an, damit sie an deiner Seite kann. Oha. Oha, Leute. Ich sag euch eins, das wird derb in die Hose gehen. Drücke hoch, um deine Eule zu rufen. Deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deinen Jägerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du R3 drückst. So, du kannst neue Fähigkeiten für deine Eule im Fähigkeitenmenü freischalten, indem du die Hütte der Schamanen in deinem Dorf errichtest. Alles klar. Also wir haben rausgefunden, Eule, ungefähr so wie die Kamera bei Far Cry 4, was eigentlich recht nice ist. So, da haben wir doch schon den ersten Wolfi. Bestie entsenden. Können wir noch nicht, genau. Ihr seid Wölfe, oder? Hier, fliegt mal ein bisschen langsamer, Digga. Guck dir mal alles schön an. Achso, wir müssen nach da hinten. Mann, bin ich doof. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was will uns da angreifen? Da will uns irgendwas angreifen. Böse. Böse, böse. Dar, Udamwandar. Ach so, das ist ein Wolfsjäger, alles klar. Den müssen wir umnieten. Na, ist doch kein Ding für uns, ne? Ist doch kein Ding für uns. Ich habe noch keine Bestie, alles klar. Gut, aber wir wissen jetzt, wo die sitzen. Und das Gute ist, dass es Nacht ist, das heißt, da können wir uns entspannt anschleichen. Hopefully. Und Leute, ich weiß es jetzt schon. Das Ding hier wird derbe in die Hose gehen. Oh Gott. Mit Ansage. Pass auf, wir machen mal einen Feuerpfeil. Ist das gut? Sehen die uns dann? Ich weiß es nicht. Wir werden es mal ausprobieren. Da hinten ist Wolfram, der Wolfjäger. Können wir schon? Nee, können wir noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. Wo ist denn der? Na, wo ist er denn? Na, eieiei, wo ist er denn?
Oha. Ah. Ihr habt nichts gesehen. Oh oh. Also, wie gesagt, das Ding hier wird kräftig in die Hose gehen. Mit Ansage. Mal wieder. Marie! Oh oh. Scheißkerl, hat er gesagt. Habt ihr gehört? Was für eine Frechheit. Oh, shit. Geh weg, Scheißkerl. So, und du da hinten. Aua, der hat mich vergiftet. Dreckschwein! Der hat mich vergiftet. Geh weg, jetzt brenne ich auch noch. Hilfe! Ja, letzten Noob vom Feinsten. Mal wieder. Gut, wir haben kein Tier ver... Ja, jetzt ist doch aber mal gut. Ist jetzt mal gut. Aua, aua, aua. So, wir machen den Tanz des Todes mit dem hier. Mist. Ach, jetzt habe ich ja die Schnauze voll. Komm her. Jetzt kriegst du eine gesperrt und fertig. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Weg mit euch, blöden Viecher. Na, das lief doch gut. Das haben wir doch ganz gut gelöst, das Problem. Hallo? Benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Halte eins gedrückt. Da. Machen wir uns mal ein paar Köder. So. Folge der Blutspur in die Wolfshöhle. Stopp. Ah, da. Alles klärchen. Ich würde mal sagen, wir werden erstmal den einen looten, den wir da gerade umgenietet haben, noch. Da. Finde ich schade, dass sie denn nicht verkohlt sind, wenn man die anbrennt. Weiß nicht, ob ich da zu brutal bin, aber ich finde, das würde ein bisschen mehr Reiz noch geben. Ui, was ist mit dem hier passiert? Achso, das war ein Wolf. Okay. Ganz genau. Selbiges wollte ich auch gerade sagen. Okay, da oben geht's weiter. Seid ihr Wölfe? Nee, ihr seid irgendwelche Elche. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Wölfe sind nah. Angst, weiterzugehen. Bestien ködern und zähmen. Stelle Köder am Waffenrad her, halte, ja, haben wir gemacht, wirf den Köder mit R1 aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst, und halte Viereck gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Entschuldigung, drücke rechts, um deine gezähmte Bestie anzusehen. Wo, dann werden wir mal den Köder auswerfen und pflanzen ihn mal einfach ganz weit weg. So, ganz genau dahin. Und da kommt er. Da kommt unsere Bestie. Okay, wahrscheinlich sollten wir uns irgendwie von hinten anschleichen. Das Ding geht so in die Hose, das sehe ich jetzt schon. Pass mal auf, wir werfen noch einen Köder, damit wir es ein bisschen einfacher haben. Nehme ich da an. Ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, dass wir dann dahin rennen. Aber tut er nicht. Okay, es wird spannend. Es wird spannend, Leute. Haltet euch fest. Haltet euch fest! Das war ja so klar. Scheiße! Mistvieh, Mistvieh, Mistvieh. Frisst er wieder? Braver Wolf, braver Wolf. Oh Mann. Let's Noob. Wir sind zurück. Holy moly. So, hier, da hast du mal gleich den nächsten Köder noch, du Arschloch. Psst, psst, psst. Nein, nein, alles ist gut. Psst, du bist mein Freund. So einfach geht das. Ja, fein. Feiner Wuffi. Ja, fein. Ja, fein. Wer ist ein feines Wuffi? Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestie auf ein Ziel heizen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Aha. Ziele mit L2 und drücke R1, um den Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halte Viereck gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Alles klar, wenn deine Bestie stirbt, oh nein, kannst du sie mit einem Bestienmenü wiederbeleben und eine weitere Bestie zähmen. Oder eine weitere Bestie zähmen. Alles klar. Du bist so ein Trottel. Ja, Klinky, da würde ich mal sagen, hast du ganz genau recht. So, ich habe jetzt meine erste Bestie. Bing. Ui, wer macht denn so komische Geräusche? Ah, alles klar. Das ist ja mal nice.
Und die folgt uns jetzt auf Schritt und Tritt, oder wie ist das? Das ist ja cool. Töte die Undam in der Nähe. Wo sind die denn? Hallo? Ah, da hinten. So, pass mal auf. Das machen wir jetzt ganz easy peasy. So wie immer halt. So, da unten sind sie. Halte L2 gedrückt und drücke R1. Attacko! Wolfi? Jawohl. Wie wollen wir den Hund dann überhaupt nennen? Ich wäre für Wolfi. Ui, der fetzt aber rein, der Kleine. Ui, das gibt aber nicht sehr viele IP, XP. Sind da noch mehr? Wer Arsch? Nix Arsch. Nix Arsch. Wo du sein? Attacke. Nice. Komm, Wolfi, ich helfe dir. Oh, Bestie, habe ich dir jetzt den Kopfschutz für. Unsere Bestie ist das letzte Einhorn. Sehr schön. Drücke rechts, um das Bestienmenü zu öffnen und alle 10 baren Tiere einzusehen. Alter, das ist ja geil. In diesem Menü kannst du die Tiere zu dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. Geiles Ding, würde ich sagen. Bestienmeister abgeschlossen. Okay, wir haben leider kein Fleisch mehr, um unsere Bestie irgendwie zu heilen. Aber guck mal, der holt sich gerade, was er braucht. Das ist schön. Und wir haben eine neue Bevölkerungszuwachs. Sehr schön. Bestie, das hast du gut gemacht. Schnellreise. Ja, das kennen wir alle schon. Das haben wir schon rausgefunden. Danke, danke. Dann gucken wir doch mal. Fähigkeiten. Guck mal, hier haben wir jetzt die Bestie. Das haben wir schon freigespielt, ne? Genau. Ist schon recht geil, muss man sagen. Halte Dreieck gedrückt, um dich zu heilen, wenn du mit L3 sprintest. Verwende das Standardrezept aus dem Nahrungsmenü. Links. Okay. Das entwickeln wir einfach mal. Ah, hier, guck mal. Ah, das ist ja interessant. Fehlende Zutaten, primitive Heilung. Als schnelles Heilmittel festlegen. Gut. Ich schätze mal, da müssen wir einfach gedrückt halten dann. So, und dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns in der nächsten wieder. Danke fürs Zusehen, Leute. Ciao, baba.